4000 Kilometer von Deutschland entfernt, liegt vor der Küste Afrikas Teneriffa. Sehnsuchtsort und Mikrokosmos im Roman von Inga Maria Mahlke. Eine Reise durch Raum und Zeit, durch Privates und Politisches. Archipel. Es ist natürlich interessant, das etwas über die Peripherie, also vom Rand her, zu erzählen. Der eigentliche Grund ist aber, diese Insel passte nicht zu meinem sehr gut bürgerlichen Vorort Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin. Für die Tochter einer kanarischen Mutter ist Teneriffa vertrautes Terrain. Ihr Roman, ein Sittengemälde dreier Familien vom Großbürgertum bis zur Dienerschaft. Darin ist alles enthalten. Geburt, Ehebruch, Liebe und Tod. Und immer wieder bricht das Weltgeschehen ein. Spanischer Bürgerkrieg, Franco. Inga Maria Mahlke reist dabei ganz kühn rückwärts. Von der Gegenwart ins Jahr 1919. Kein leichtes. Alles, was man bisher über Erzählen gelernt hat, wie man Spannung aufbaut, wie man Informationen verteilt, vergessen oder auf den Kopf stellen. Ihr gelingt, einen ganzen Archipel, ein Jahrhundert zu erfassen, in ruhiger, klarer Sprache. Ich mag dieses opulente, verschmalzte oft nicht. Es ist eigentlich reine Sentimentalität. Im Nachhinein ist alles schöner. In diesem Epos ist nichts im Nachhinein schöner. Gekonnt erzählt es vom Vergehen oder Nichtvergehen der Zeit. Ich glaube, dass jeder Augenblick die Summe aller vorangegangenen Augenblicke ist. Das Vergangene ist immer noch da.